Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin, und wir haben alle noch die Bilder von Chemnitz im Kopf, aber Chemnitz ist nicht alleine. Es gibt viele Städte und Ortschaften in ganz Deutschland, wo sich Rechtsradikale breit machen und Angst und Schrecken verbreiten. Und warum das so ist und wie man das eindämmen kann und woher das plötzlich so ausbricht, gerade auch in Gegenden, wo es eigentlich gar keine Ausländer gibt, nämlich in den meisten Ortschaften Ostdeutschlands. Darüber will ich heute reden mit dem ausgewiesenen Rechtsextremismusforscher, ein schwieriges Wort, sorry, Professor Dr. Wolfgang Binz. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie waren in früheren Zeiten auch mal Institutsleiter vom Institut für Antisemitismusforschung an der Freien Universität Berlin. Nein, an der Technischen Universität. An der Technischen Universität. Verzeihen Sie mir einen Fehler. Das sind alles für mich Berliner Universitäten groß. Das heißt, Sie beschäftigen sich quasi Ihr ganzes Leben schon mit diesem Thema. Wenigstens seit ich so einigermaßen lesen und schreiben kann. Das konnten Sie wahrscheinlich schon sehr früh. Was ist da los in Chemnitz? Wieso explodiert sowas? Es ist ja nicht nur in Chemnitz los, und es ist nicht plötzlich in Chemnitz losgegangen. Das hat ja eine Vorgeschichte. Nach der Wende waren wir alle zutiefst erschreckt. Erst über Hoyerswerda, dann über Rostock, wo eine entfesselte Bürgerschar sich zusammenrottete, die Beifall klatschte, als Vietnamesen in Todesnot in einer Unterkunft war, und sie brüllten nur Ausländer raus und schlag die Kanaken tot. Und das hat zum ersten Mal ganz tief erschreckt, und dann hoffte und glaubte man, dass ja die Politik und die Bürgerschaft, dass man daraus etwas gelernt hätte. Jetzt kommt es. Und Solingen kam dann noch. Es kam Solingen, es kam Mölln, es kam Dolgenbrot. Also West und Ost gleichermaßen. Das halten wir erstmal fest. Fast gleichermaßen. Es gibt Qualitätsunterschiede. Die Brutalität im Westen, Solingen oder Mölln, ist eher noch größer. Aber im Westen konnte man es eher auf fanatisierte Einzeltäter, auf echte Rechtsextreme, auf echte Neonazis eingrenzen. Was im Osten in den Dörfern, in Tröglitz etwa, wo die Rechten unter dem Beifall von Bürgern den Bürgermeister zum Rücktritt gezwungen haben. So ähnlich ist es, haben wir jetzt auch wieder in Chemnitz. Ja, und das ist, den Bürger neben anderen, die den Hitlergruß zeigen, und es passiert nichts. Das ist die östliche Spezialität. Die große Zusammenrottung am helllichten Tag, das Gebrüll, Merkel muss weg, das Gebrüll, Lügenpresse, das zu dem sich Bürger zusammenfinden. Natürlich, es gibt Anführer, es gibt Rädelsführer, es kommen selbstverständlich Rechtsextreme aus der ganzen Bundesrepublik zusammen, um in Chemnitz Radau und Krakeel zu machen. Aber die Bürger, die Einwohner, Cottbus nicht zu vergessen, spenden Beifall und wollen Selbstjustiz, wollen die Sachen selbst in die Hand nehmen, die Sachen, die sie stören. Da schleicht sich das Gefühl ein, vielleicht haben die vom Mechanismus, wie Demokratie funktioniert, noch nicht so viel begriffen. Alle Welt, das könnte man ja verstehen, weil es nur 30 Jahre sind, seitdem dort die Demokratie praktiziert wird. Ob sie auch verstanden wird, ist eine andere Sache. Und deswegen bin ich jetzt bei den Ursachen. Wieso passiert sowas eigentlich dort, wo man gar nicht den Feind, in Anführungsstrichen, den Ausländer hat? Der ist ja gar nicht da.
Den Feind braucht man nicht real. Der Feind als Konstrukt, das ist sogar noch sehr viel praktischer, wenn man von der riesigen Bedrohung durch die Ausländer spricht, wenn es die gar nicht gibt, wenn man gar nicht sieht, dass das friedliche und freundliche Leute sind, vor denen man sich gar nicht fürchten muss. Also sondern Sie haben ein Messer in der Hand. Das Schreckgespenst ist ja abstrakt. Und das ist nicht real. In der NS-Zeit hat man die Juden gejagt, diskriminiert, aber nicht den Juden, den man kannte. Der war schon in Ordnung. Der war nicht so wie die Juden. Also das kann man sich immer so zurechtdenken. Und je weniger Juden am Ort war, desto größer und desto fulminanter der Hass. Und das ist jetzt auch wieder so? Dieser Mechanismus ist immer so. Das ist Sozialpsychologie und das funktioniert. Je ferner der Feind, je unsichtbarer, je weniger bestimmbar, desto gefährlicher. Alle reden von dem bösen Drachen, der im Garten wohnt und auf uns lauert. Keiner hat ihn gesehen. Wenn man ihn gesehen hätte, wäre er vielleicht harmloser, jedenfalls rational begreifbar. Aber das führt doch zu der Schlussfolgerung, dass ich sage und vielleicht auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn das so ist, da haben wir doch als normale Demokraten, als normale Bürger überhaupt keine Chance dagegen anzugehen. Wenn ich nur einen Feind glaube zu sehen, kann ich ja niemanden davon überzeugen, dass der Feind, den ich nicht sehe, gar nicht so böse ist. Wie natürlich, soll das gehen? Natürlich haben wir die Chance. Gefragt sind die Schulen, die Elternhäuser, die Medien, die Politiker und die Politiker. Wenn man das so laufen lässt, sagt, ja, man kann ja nichts machen und es ist ja so, dann wird es schlimmer. Wenn man als das Pegida-Treiben in Dresden begann, wenn da die Politik angemessen reagiert hätte und gesagt hat, das ist undemokratisch, das darf und zwar aus diesem und jenem Grund nicht sein, dann hätte man das eindämmen können. So aber sagte die konservative Politik, man muss die Leute bei ihren Ängsten und bei ihren Sorgen ja doch abholen. Da sind dann aber die Politiker stehen geblieben bei ihrem Verständnis. Wenn ein Galgen, an dem eine Puppe der Frau Merkel hängt, durch die Menge getragen wird, die Polizei das nicht bemerkt und die Politik das nicht energisch kommentiert. Schlimmer, die Polizei bemerkt es, aber greift nicht ein. Das ist noch schlimmer. Und die Politik, dann die Polizei, die nicht eingreift, entschuldigt, dann ist von eklatantem Versagen zu sprechen. Wenn in Chemnitz hinterher bekannt wird, ja, man wusste schon, so und so viele Radikale haben sich angemeldet, aber wir haben gedacht, mit ein wenig Polizei kommen wir zurecht. Ja, wenn die nichts lernen wollen, wenn die keine Lageanalyse durchführen und sich auf Events vorbereiten. Seit Rostock, seit 1992, wissen wir, was passieren kann, wenn die Menge losgelassen. Aber da kommt der Ministerpräsident Kretschmer in Sachsen und sagt, die Polizei hat tolle Arbeit gemacht. Das ist das Verhängnis. Das ist vollkommen unentschuldbar, wenn dann der sächsische Ministerpräsident auch schon 14 Tage vorher als ein krakelender Pegida-Mensch ein ZDF-Team an der Berichterstattung hindert, indem er Polizei zu Hilfe ruft und die Polizei eine Dreiviertelstunde lang die Berichterstattung behindert, dafür aber diesen seltsamen Herrn, der sich dann später als Angestellter des Landeskriminalamts entpuppt, krakehlen und pöbeln lässt. Und dass der Ministerpräsident das toppt, indem er sagt, die einzig seriösen Menschen auf dem Platz seien die Polizisten gewesen, dann hat der was nicht kapiert,
dann halte ich als Bürger, als Steuerzahler diesen Mann für unfähig, die Politik eines Landes, in dem eine gefährliche Stimmung herrscht, in der soziale Probleme herrschen, diese Politik zu führen. Sie beschäftigen sich ja nun, seit Sie lesen und schreiben können, also seit Ewigkeiten, mit dem Thema. Wenn Frau Merkel Sie jetzt anruft oder Herr Seehofer als zuständiger Innenminister und sagt, Herr Professor, geben Sie uns mal einen Ratschlag, wie gehen wir denn damit um? Das hat ja Entwicklung und das hat Folgerungen. Und nur mehr Polizei ist ja nicht die einzige Antwort oder kann sie nicht sein, oder? Das ist nicht die einzige Antwort, aber es ist eine und es ist die erste Antwort. Der Rechtsstaat ist keine Angelegenheit, die auf dem Podest steht und akklamiert wird, sondern der Rechtsstaat muss vorhanden sein und klar machen, und ein Gewaltmonopol hat nur der Staat und nicht irgendwelche Hooligans, egal ob die in Springerstiefeln oder im dunklen Anzug kommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist Aufklärung, nicht mit dem Schielen nach Wählerstimmen, sämtliche demokratischen Werte über Bord werfen und sagen, oh, das sind arme Leute, die müssen wir aber hätscheln, da müssen wir aber ganz besonders lieb sein zu diesen Leuten, das ist das eine. Das heißt, wir sind zu tolerant? Nein, wir sind zum einen, die einen sind zu tolerant und die anderen verurteilen zu schnell. Mhm. Wenn also von der anderen Seite kommt, das ist alles Pack, dann ist das auch keine Lösung, sondern der vernünftige Diskurs, wo es um Argumente geht und wo man nicht nur durch Parolen, Grölen sich Bahn bricht und in der Kulisse verschwindet. Das ist gefragt. Aber das Problem ist doch, was wir auch in Chemnitz gesehen haben, da kommt der Ministerpräsident und die Bürgermeisterin von Chemnitz. Und da wird ihnen nicht zugehört, sondern da werden sie ausgepfiffen. Ja, wie geht man damit um und wie entsteht sowas? Darüber wollen wir nach einer kurzen Werbepause reden. Und dann sind wir wieder da mit Professor Dr. Wolfgang Benz. Er ist ein Rechtsextremismusforscher und früher Leiter des Instituts für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Korrekt? Vollkommen korrekt. Bis gleich.